okay. Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Episode 4, eine neue Hoffnung. Heute spielen wir Kapitel 5, Rette die Prinzessin. Fangen wir doch mal an. Alter, ich habe richtig den Hype auf Episode 7 mit dir zusammen. Da können wir nämlich Lost and Tekka die Abenteuer spielen. Han Solo, wie er die Rataren fängt. Dieser rote Typ, wo Finn erstmal mitfahren wollte, wie der irgendwas gemacht hat. Da muss ich dir mal einen Trailer zeigen. Richtig geil. Und Admiral Ackbar, wie der befreit wird von Poe Dameron. Cool. Ja, richtig geil. Die fliegen jetzt erstmal rein. Zum Beispiel war da einmal so, die sagen so auf Englisch, ja, holen wir uns ein Schiff. Und dann stehen die so auf so einem roten Schiff. Ich hab richtig... Hier, die laufen jetzt einfach rein und... Ja, wir sind eigentlich die Echten. Achso, ja. Hä? Ja, ich versteh's schon. Achso, ja, okay, gut. Tschüss. Und dann schmeißen sie einfach die Helme weg. Und da sind wir auch schon drin. Laufen wir doch mal weiter. Hallo? 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 Ben, wo bist du? Ben hat auch coole Yoga-Moves vorgeführt, um die freundlichen, na gut, kann man das freundlich nennen, um die Tustenräuber zu verteilen, hat er so gemacht. Nice. Richtig lol. Also so mit den Armen. Gefedert wie so ein Verrückter. Hallo. So, wir machen jetzt mal Jo, kakakada. So, tschüss. Ich mag auch am meisten die Musik aus der Kantina. Weil die einfach die geilste ist. Die ist so nice. Die ist schon nicht schlecht, ja. Also ich freue mich richtig auf Star Wars Team. Ich freue mich auch vor allen Dingen auf die Overworld, wie die aussehen wird. Locker können wir dann so vom Planet so fliegen, zum Beispiel Starkiller Basis und so erkunden. Das wäre richtig geil. Warum hat der Helm nicht mehr auf? Ja, genau. Filmfehler! Vor allem da siegt sie noch und ist traurig. Und wenn wir sie finden, steht sie ganz normal da. Hinter einer Schutz. Das meditierst du wahrscheinlich noch. Schieß mal nicht Obi-Wan auf. Im Arm Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Ich glaube, die kleinen Mausdruiden, wenn die abschießt, gibt's glaube ich am Schluss ein Minikit. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich mach das nicht. Ich sammle ja eh nicht die Minikits. Vielleicht privat nochmal, aber so. Sammle ich die. Oh, das sieht jetzt cool aus. Eigentlich wäre ich mit Revolver Han Solo. Ja. Welchen hatten die? Keine Ahnung. Ich schau auch den. Ich dachte jetzt vielleicht den hier, die. Diese imperialen. Ja, wir haben uns. Wir haben uns, hier, wir haben uns, wie heißt es? Ab in den Fahrstuhl rein. Wen haben wir uns gecheatet? Wir haben uns Han Solo gecheatet. Hier, Stormtrooper. Schieß sie ab. Vor allen Dingen, dass meine eigenen Charaktere, also die mir helfen, nichts machen können. Ja, das finde ich auch schon. Das ist eigentlich Obi-Wan. Ja, wo ist Obi-Wan? Der kämpft ja, glaube ich, da hinten dort. Müsste er, aber da ist ja keiner. Hallo, Obi-Wan? Wir sind zu schnell gekommen! Wir können ja nochmal zurückgehen, ein bisschen. Warte mal, was brauchtest denn du für die andere Seite da? Auf der anderen Seite da bei dem. Oh, das ist nicht. Das ist der falsche Gang. Mann, wie ich im Blitz bin. Ist der falsche Gang. Hä? Wie waren? Hallo? Ach, wow. Bringt uns das ja voll viel. Dadurch. Was brauchst du? Hallo, Obi-Wan. Einmal. Gibt es nicht. Ich war das. Wir haben ja auch schon gespielt. Nein, das war so, wie wir sind da hingegangen. Ich hab's ja schon gespielt, aber wir sind da hingegangen und dann war da Obi-Wan.
Müsste eigentlich so gewesen sein. Und dann hat er uns die Brücke. Mussten wir gegen. Ja, genau, jetzt steht er einfach so eine Brücke. Ja, lol. Ist klar. Ich hatte. Ah ja, da ist ein Haken, glaube ich, oder? Ja, kill sie alle. Kill sie. Nein, nicht deine Kameraden. Ich finde es richtig kacke, dass sie jetzt Stormtruppen geworden sind. Also, dass die jetzt. So, die Tastaturbelegung ist auch ziemlich. Die kenne ich überhaupt nicht. Ja, ich mache die so ein bisschen, weil ich es nicht mag, wenn die so gleich nebeneinander sind. Andere Richtung. Cool. Ich habe auch so mal gesagt, vielleicht machen die irgendwann mal so ein Star Wars die komplette Saga Reloaded, wo die dann einfach diese alte Saga nochmal machen. Ne, am coolsten wäre mit neuen Charakteren sozusagen, neuen Moves. Was ich aber locker finde, ich glaube, die machen zu jedem Star Wars 8, 9 und so, machen die immer ein einzelnes Spiel oder die machen zu allen zusammen ein Spiel. Kann ja auch sein, ne? Dass jetzt so. Ja! Wahrscheinlich habe ich überlebt. Einfach. Als ob. Das ist ja geil. Geht eigentlich voll mit dem Überleben. Naja, ich mach's nicht so. Ich mach's nicht so, also ich überlebe immer nicht. Ich mach's immer auf eine ganz andere Art. Ich versuch zu überleben, aber ich schaff's dann meist nicht. Das ist ja der Witz daran. Oh ja, die brauchen auch zwei Schuss. Oh, da oben, das ist jetzt da ist so eine schöne Stelle, die ist so schön fies, finde ich. Oder? Oben die nächste Stelle. Ja! Ja, ich liebe diese. Das Münzen. Ja, das ist mal zwei rum. Ich weiß, ja. Richtig nice. Wie solltest du auf jeden Fall die Münzen einsammeln? Hier drin sind ja auch noch welche. Hast du auch bei diesen goldenen Steinsachen schon was gemacht? Nee, ich habe noch gar nichts gemacht, weil ich das dann offscreen machen. Ich mach's also nicht in meinem Let's Play, aber so vielleicht offscreen. Die chillige Basis ist oben, das richtig hart ist unten. Wenn du willst, kannst du im nächsten Teil mitspielen oder im nächsten, also in Star Wars 5. Ja, kann ich machen. So. Also bloß die. Das habe ich noch nicht gespielt. Ich habe jetzt einfach nur Star Wars 4. Weil ich habe ja angekündigt, dass ich dir jetzt jeden Tag irgendwie 6 Videos rausbringe oder mehr. Habe ich gesehen. Mehr als 6 Videos, dass ich halt. Wie fandest du eigentlich die Videos, die ich rausgebracht habe bisher? Ja, also ich fand sie gar nicht mal schlecht. Von dem ich auch eigentlich Star Wars ziemlich gerne mag. Ihr müsst da hinten jetzt. Da hinten irgendwo. Ich glaube, der letzte oder. Hey. Guckst du auch, eigentlich auch manchmal. Wie heißt das? Jay and Arya? Ja, ja. Ich bin da mal. Hey, das, willkommen Leute, das ist Jay und das ist Ariana zusammen. Ja. Die stand gerade da oben. Das ist Jay. Wie sie da steht. Ja, hier, gib mal her. Ja, gut, hier. Gegen eine Frau würde ich nicht. Rage Mode! Ja! Guck mal, Luke, so macht man das heutzutage. Ey Leute, das ist Jay und das ist Ryan. Zusammen wir Legendary FM. Willkommen zu einer Folge von 10. Hab ich so Heck? Nee, ich finde die Star Wars Fakten von. Fakten. Die Faktenvideos von denen gucke ich ganz gerne. Und da habe ich auch ganz viele von diesen Star Wars 7 Filmfilmen und sowas geguckt. Und Star Wars Fakten da. Da gab es so schöne Sachen zu teilen. Gut Leute, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mehr Fakten und Sachen über Star Wars sehen wollt, dann genau. Beim nächsten Mal auch wieder vorbei. Lasst ein Abo abonnieren und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.